Willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Omega Fall, ein StarMade-Projekt. Dave ist wieder da. Hallo Dave. Da war die Krab. Der hat sich jetzt wieder dazu gesellt. Wir machen jetzt spontan nochmal vielleicht ein oder zwei Folgen, denn wird uns die Zeit drängen. Wir werden also vielleicht sogar nur 14 bis 15 Minuten Folgen machen diesmal. Dafür werden wir aber auch hier ranklotzen. So, ja, folgendes. Ich baue derweil mein Schiff weiter. Dave baut an der Station weiter, wie man schon gut zu sehen bekommt. Was ist denn jetzt schon wieder hier geplant hinten? Das sind solche zwei Rechtecke mit ein paar Ausbeulungen. Das sollen so, ja, das soziale Umfeldbereich werden, so ein bisschen. Oder Arbeitsbereich, wie auch immer, für die Crew, was auch immer. Wir werden mal später was reintun, sagen wir so. Ein Supermarkt. Geil. Also RPG. RPG in dem Sinne ein paar Räume schaffen. Ja, nee, passt doch. Wunderbar. So, die Düse werde ich jetzt nochmal umbauen, denn das wollte ich nämlich machen, genau. Und zwar werde ich dafür jetzt das Schiff nochmal woanders hin bewegen. Ja, beweg dich fort. Robert, die Katz. Nee, wie gesagt, also, dass er jetzt hier mit Dave wieder aufnehmen könnte, ist jetzt mehr oder weniger ein Zufall, weil beide haben zu tun, also unterschiedliche Arbeitszeiten. Was? Ja, ich arbeite. Was? Allerdings arbeite ich jetzt. Aber gut, ist jetzt nebensächlich. Nee, wie gesagt, also ich und Dave, wir wollen jetzt hier mal wieder was schaffen. Und zwar müssen wir jetzt hier langsam mal was aufzeigen können. Leider ist der Server immer noch nur bewohnt von uns beiden. Soll aber nicht so schlimm sein. Wo ist denn jetzt die Sonne? Da hinten ist sie. Ich hätte fast gesagt im Westen, aber naja. Ja, Westen ist so ein bisschen komisch hier. Mhm, Weltall und so. Ja, eben. Oben und unten. Wo ist oben und unten im Weltall? Hm. Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied, oder? Aber gut, ich habe den Witz schon verstanden. Also, so. Na, das war ein Witz, okay. Ja, also, munkel noch. Ich hab auch schon einen anderen Server jetzt gefunden gehabt, also wo ich jetzt pauschal nur so baue und so, ohne Aufnahme. ja. Und zwar habe ich da mit Everan schon mal angefangen. Bei Everan, der ja nicht so eingesehen hat, dass man dann halt nur bei der Aufnahme dann halt bauen darf oder so ein Quatsch. Deswegen hat er sich dann einen eigenen Server gesucht. Und ja, derweil habe ich ihn halt. Däumchen gedreht. Nö, Däumchen gedreht will ich jetzt nicht sagen. Ich suche jetzt nur das richtige Wort für. Wischen? Ja, ich helfe ein bisschen aus. Du meinst, du nervst ihn so lange zu Tode, bis er sagt, okay, hast gewonnen, ich gehe. Nein, das nicht. Okay. Netter Versuch, Dave, aber nein. Okay. Ah, ich weiß. Ich weiß. Kannst du nicht drücken. Wie ihr sagt, also ich und Eve, wir sind jetzt nämlich auch dabei, an einer Station und so weiter alles zu bauen und die, das wird dir vielleicht nicht so gefallen. Dadurch, dass man mehr vom Spiel haben sollte, haben die jetzt sich so gedacht, dass man, wie sage ich das am besten, dass die Savage Laser nur auf maximal 60 Einheiten pro Schiff begrenzt sind. Also 60 ist schon ein bisschen. Ist natürlich wenig, aber auf der anderen Seite kann ich das natürlich verstehen. Damit wird das Farming dann halt intensiver betrieben und 60 geht ja eigentlich auch noch. Also ich habe schon mit 60 gemacht, also versucht gehabt und kam damit eigentlich ganz gut klar. Aber ganz ehrlich, bei 60 Zabelschläsern würde ich eine andere Variante anstreben, um Ressourcen zu bekommen. Ja gut, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Ich zeige natürlich wieder wenig Licht, das heißt, ich muss nochmal ein bisschen nach oben drehen hier. So, ja, sieht sich besser aus. Nee, wie gesagt, also ich und Eve sind jetzt auch noch auf einem anderen Server unterwegs. Wie gesagt, wo wir abseits von irgendwelchen Aufnahmen halt agieren. Und ja, wie gesagt, also quasi funktioniert ja erstmal ganz gut. Nur halt mit Eve alleine zu bauen und so, obwohl man ja keine Ahnung hat von irgendwelchen Automatisieren von sagen wir mal. Sag's doch gleich, du möchtest, dass ich die Fabrik bei euch baue. Du willst. Nein, das wollte ich eigentlich nicht damit sagen, aber schön, dass du dich anbietest. Nein, es geht wirklich nur darum, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen in die Lehrstube müsste.
um dann halt herauszufinden, wie ich das denn wirklich baue. Denn ja. War das jetzt auch wiederum drauf gerichtet? Meister, lehre mich des Fabriksbaus oder wie? Fabriksbaus! Fabriksbaus hat mir gefallen. Fabriksbaus! Nee, ich bin ja sowieso derweil erstmal beschäftigt, hier Triebwerk zu machen. Wie gesagt, ich habe ja dann zwei Projekte. Und es könnte ja passieren, und was ich eigentlich verhindern will, so ja, es könnte passieren, dass ich dann auf das eine oder andere dann halt mal weniger Lust habe. Jetzt hat das natürlich dazu geführt, ihr habt, dass ich, weil ich ja alleine nicht weitermachen wollte hier mit der Aufnahme, halt gewartet halt, bis Dave dann wieder Zeit hat, also bis wir dann gemeinsam wieder Zeit haben. Und doch, deswegen ich bin hat. Nein, hab ich doch gar nicht gesagt. Jetzt hör doch erstmal zu, Mann. Mann, ey. Mit Dave wollte ich dann erstmal weitermachen. Ja. Okay. Und deswegen gab es halt in zwei Tage, ich glaube, das war jetzt Donnerstag, nee, war Freitag und Samstag, also die Tage, ja, wo ich dann ja halt keine Folge hatte. Natürlich wird es jetzt hier so ein bisschen schwieriger, jetzt hier, ich mach das mal jetzt völlig anders hier. Natürlich wurde es dann ein bisschen schwieriger, dann halt zusammen irgendwas denn aufzunehmen, beziehungsweise da, was wollte ich sagen? Was ist langsam? Ja, mein Hirn arbeitet heute nicht so gut. Quasi, also nochmal. Ich wollte auf Dave warten. Also auf dich, Dave. Ja? Damit wir dann gemeinsam wieder aufnehmen können. Deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert, bis dann wieder Folgen kommen. Wie gesagt, heute ist dann Montag, denn. Also der Termin, an dem die Folge jetzt rauskommt, ist Montag. Und wie gesagt, deswegen kamen jetzt am Freitag und am Samstag keine Folge. Entschuldigung dafür, ich hätte euch darüber informieren sollen. Aber gut, dann hat das Ding mal eine zweitägige Pause gehabt und ja, niemand wird sich jetzt darüber aufregen dürfen, oder? Nein, die vermissen dich schon nicht, keine Sorge. Das glaube ich. Nee, wie gesagt, also ich wollte auf jeden Fall mit Dave wieder weitermachen und da wir ja nur unterschiedlich Zeit haben, hat es dann halt zu einer Verzögerung in der Folgenausstrahlung geführt. Jetzt habe ich's. Ah. Bravös gemeistert. Was? Na, egal. Ja, jetzt ist auf jeden Fall Dave wieder da. Jetzt ist wieder Pausch. Regulär weiter. Gottes Willen, ey. Erwin. Alter. Ich bin ja wieder nicht auf Kurs, wa? Das ist komisch. Echt komisch ist das da. Krieg hier nichts mehr auf der Reihe. Ich das vielleicht in einer Wohngemeinschaft vielleicht. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. Nein, nein. Nein, nein. Da werde ich nicht, in die Falle werde ich nicht tappen. Kannst du aber vergessen. Bist du schon drin, keine Sorge. Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein. Nee, nee. So schnell nicht, Freund Blasehase. Was? Ich blase nicht. Habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich so zumindest nicht gemeint. Achso, na dann. Ich sehe ja trotzdem ein bisschen wenig hier. Erwin, nimm doch bitte die Sonnenbrille von den Augen weg, dann siehst du mehr. Meine Brille ist nicht getötet, ich war gerade nicht zu Hause. Nicht draußen. Du bist heute Dave, kannst du mal bitte lassen, mich hier in der Bredouille zu bringen? Oder bringen zu wollen? Ist ja unerträglich, ist das. Ich mach doch gar nichts. Doch. Versorgst mich hier meine Aufnahme. Nur weil du mich durcheinander bringen willst. Ah gut. Durcheinander bringen und durcheinander bringen lassen. Für heute mal zwei dazu. Was? Dave hat irgendwie so Sehnsüchte. Sehnsüchte. Mein Schatz. So, jetzt wollen wir das hier auch noch schnell erkauen. Weil das wird auch nochmal verändert. Bisschen komisch aus, was ich gerade fabriziere. Sieht immer komisch aus, was du favorisierst. Aber besser als ein Vibrator mit einem Hammerhai-Kopf. Hallo. Ich schaue noch manchmal Minderjährige zu. Ey, ganz ehrlich, die heutige Jugend ist schlimmer als meine Generation. Die wissen schon, dass ab dritter Klasse wahrscheinlich. Meinst du? Ja. Die wissen schon in der dritten Klasse, was Sache ist? Ich glaub's, ja. Der Sohn von meiner Mitbewohner hat immer noch keine Ahnung davon. Und das ist auch gut so. Ja, es gibt auch Ausnahmen. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich schon in der fünften Klasse wusste, was Sache ist, muss die heutige Jugend doch früher sein. Meinst du wirklich, dass die nicht wissen?
Ganz ehrlich, ich fahre auch öfters mal mit der Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln. Da sind so Schüler dabei, wenn du die reden hörst. Ich mach extra den Ton meiner Musik aus. Ja, dann kriegst du natürlich den Kotzen, aber dafür kannst du ja. Dafür kann man ja nicht. Ey, ich bin nicht kotzen. Ich stehe manchmal davor, kurze Lachanfall zu bekommen. Ganz einfach, weil, was ich da höre, bloß noch sagen kann, ey, Alter, was geht mit der Jugend ab? Oh, jetzt war zu viel. Aber gut. Ey, wisst ihr was? Mohammed Ali ist letztens gestorben. Hab ich mitbekommen, ja. Und ja. Schien, das ist ein Reissack-Gummi. Aber den heult man wenigstens hinterher. Also, was da vorher mit, wie hieß der? Prinz? Nein, wieso Prinz? Der Musiker, dieser Prinz, ist halt auch eine Überdosis, ist gestorben. Der ist gestorben? Ja, dieser Musiker, der Prinz, oder wie der hieß. Der war doch so ein Jüter. Ja. Naja, jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot, ich weiß, haha. Nein, aber. Ich hab zwar seine Musik nicht gehört, aber ich hab so nebenbei aufgeschnappt. Der nächste mit der Musiker mit einer Überdosis. Irgendwie liegt da ein System drin. Alle wollen so Rockstars werden. Ich sag ja nur, Nirvana, Michael Jackson, jetzt der Prinz. Ja, da gibt's bestimmt noch einige, die den gleichen Überdosis haben. Ja, den Tod von Michael Jackson habe ich bis heute noch nicht ganz verkraftet. Oh. Jackson habe ich gemocht. Der war nicht schlecht. Und ich fand's so totaler Scheiß, dass die da hier irgendwelche Quatsch erzählt haben, dass er ein Pedo ist und so ein Blödsinn. Elvis ist ja auch an der Überdosis gestorben. Wen gibt's noch? Wie heißt denn dieser R&B und Soul und wie heißt denn diese Sängerin, die auch dauernd auf Drogen ist, die aber noch lebt? Ja, jetzt wo du gesagt hast, die noch lebt, bin ich jetzt nicht mehr drauf gekommen. Ich weiß, bei Amy Winehouse. Ich glaube, die war das. Ja, aber die ist doch tot. Was? Die lebt doch noch, oder nicht? Die ist tot! Wann denn? Boah, wie lange ist das schon her? 2 Jahre bestimmt schon. Wenn nicht sogar 3. Mit Sicherheit. Amy Winehouse ist schon lange tot. Ich rede von der, die tätowiert ist, da und Drogen und Alkohol genommen hat und der auf so Konzerten so abgebrochen hat oder teilweise so rumgeleiert hat. Warte mal, ich guck mal grad. Keine Ahnung, aber Amy Winehouse ist auf jeden Fall tot. Die ist mit sehr jungen Jahren ist sie gestorben, leider. Jackson ist gestorben, weil, auch wegen Überdosis. Aber was der, Doktor so verschrieben hat. Ah, gut. Nee, was ich hinaus will, ist, so aber Leute, die dann halt so einen guten Beitrag für die Gesellschaft geleistet hat, da weint man schon mal hinterher. Findet man schade, dass die denn ins Gras gebissen haben. Aber jetzt hier solche bekloppten Politiker, und ich weiß, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch viele Leute treffen, die mich jetzt hassen, dafür. Hier, wie hieß der komische Vogel da von hier, CSU, glaube ich? Politik kenne ich mich nicht aus, da halte ich mich auch raus, ist mir scheißegal, was die ausständig machen, aber Deutschland geht eh zugrunde. Da ist jeder gestorben, an Krebs. Ich weiß jetzt nicht, das war auch so ein, ja, bin ich jetzt böse, wenn ich warmer Bruder sage? Hat ja auch nichts damit zu tun, ob oder nicht. Nee, auf jeden Fall hat der ihn hier ins Gras gebissen, ich komme nicht auf den Namen, auf jeden Fall Guido Westerwelle. Guido Westerwelle war, glaube ich. Bin mir natürlich nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war die Guido Westerwelle direkt. Der hat ins Gras gebissen. Und auf jeden Fall, war ich mal anders hier. Auf jeden Fall, hatten sie alle geweint, die haben, oh, der war doch so ein guter. Nee, war er eben nicht. Und vielleicht hat der ein oder andere recht, dass das ganz schön pietätslos ist von mir, wenn ich sage, ist mir scheiße, ja, ob der verreckt ist oder nicht. Der hat Mist gebaut in der Politik und nicht gerade wenig. Und er wollte doch den kleinen Mann in die Geld aus den Taschen ziehen und da verstehe ich absolut keinen Spaß. Ich meine, hier, Mussolini oder die ganzen anderen Vögel hier hat man auch nicht hinterher geheult, weil die ins Gras gebissen haben. Gut. Ja, okay, mit dem Mussolini und so musst du hinterher sehen. Die waren ja schon ein bisschen auf militärisch ein paar Leute abschlachten und dementsprechend haben da weniger drum geweint. Aber der hier, der ist ja bloß so gesehen Politik Geld in die Tasche. Dementsprechend ist es ein bisschen, das Thema ein bisschen flacher. Was heißt flacher in deinem Fall? Ja, nur als Beispiel, wenn einer 5 Menschen umbringt, sagen sie, du Arschloch, stirb. Ja. Wenn einer bloß das Geld rausnimmt, sagen sie bloß, du Arschloch.
Das meine ich damit. Da wollen sie also nicht unbedingt den Tod, sondern nur die DL zurück, oder was? Oder was meinst du jetzt? Was ich meine, Leute, die mehr das Leben zerstören von Leuten, also richtig zerstören im Sinne umbringen oder was auch immer. Was? Den? Nee, den kannst du nochmal überdenken, nochmal den Satz. Ja, da stimmt was nicht. Mussolini, der ist. Vertausche ich gerade die Person, die hier hinten da in einem Sandmeer rumhocht, ein Diktator? Mussolini war doch hier. Ja, gut, das ist vielleicht das falsche Beispiel oder so. Ich meine. Gut, wir könnten ja mal noch früher in die Geschichte gehen, und zwar hier Napoleon oder so. Ja, Napoleon, ja. Der hat vielleicht am Anfang gut das Land geführt, danach hat er bloß Krieg gestört. Also am Anfang war er gut, danach war er scheiße. Der wollte ja auch in Moskau rennen, aber dann haben sie Moskau abgebrannt und dann konnten sie nicht mehr weiter. Ja, scheiße, da können wir nicht mehr erobern. Ist alles weg. Blöd. Passt nicht ganz in unseren Tagesablauf. Unser ehemaliger Herrscher hat den gleichen Scheiß gemacht wie der Napoleon. Ja, siehst du. Und niemand heult ihm hinterher, weil sie alle, haha, endlich ist er weg. Ja, wieso wohl? Weil da so viel Leid verursacht hat. Richtig. Ja. Aber hier Westerwelle hat dann nicht viel anders gemacht. Nur halt nicht ja. Ist er aber nicht über Leichen gegangen. Das ist ja die Sache. Über den meckert man nicht so viel rum, weil er keine Leichen verursacht hat. Der hat aber. Die anderen haben Leichen verursacht, deswegen erinnern sich an ihn, deswegen erinnern sich schlecht an ihn und deswegen sagen sie ihr Arschloch weg mit dir. Bei dem sagen sie, ja okay, war ein Arschloch, hat uns das Geld aus der Tasche genommen, aber okay. Bei Napoleon, hey, das ist ein Arschloch, hat das Geld rausgenommen, hat meine Mutter getötet, mein Kind getötet, den fick ich, wenn er wieder aufsteht. Hallo. Steige dich nicht zu sehr da rein. Meine Güte. Wie war das nochmal? Minderjährige Zuschauer und so. Mensch, nimm doch mal jemand Rücksicht auf die Kinder. Welche Kinder? Welche Kinder? Sind eben meine Kinder. Mir scheißegal, Alter. Alter. Nee, also wie gesagt, ich kann natürlich verstehen. Hier, gerade hier auf Westerwelle, hat Familie. Ja? Für die Familie tut es mir natürlich leid. Die haben den lieben Menschen, was auch immer das ist. Jetzt sein soll auch, die lieben Menschen verloren. Okay? Sehe ich ein, ist blöd. Ich kann das selbst nachvollziehen, ich habe auch schon die lieben Menschen verloren. Und das, obwohl ich erst, weiß nicht wie alt war ich da, 23, 24 war ich da erst. Na, ich auch einen sehr lieben Menschen verloren. Wie gesagt, aber. Ich Lieder singen. Ja, also, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, für die Familie. Ist blöd. Tut mir auch echt leid. Aber trotzdem, der hat Scheiße gebaut. Warum die ganze Nation, oder sagen wir mal, ein großer Teil von Twitter, dann schreibt, oh, der ist tot, wir heulen, tut mir leid, rest in peace und oh, ja, der war ja doch nicht so blöd. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch fast 1:1 die gleiche Geschichte wie mit Michael Jackson. Erst sagen sie, Kinderficker, das ist der blöd. Und dann, wenn er weg ist, ja, okay, tut mir leid, also werden vermissen. Diese Heuchler. Das sind Heuchler für mich. Deswegen bleib ich persönlich bei der Meinung, gut, okay, wie hieß der Vogel nochmal? Westerwelle. Westerwelle, genau. Den heul ich nicht hinterher. So, jetzt habe ich die Folge überzogen mit der Quatsche über Politik schon wieder. Jedes Mal das gleiche. Gut, ich muss die Folge wenden. Dave, du machst die Endcard. Aha. Dann habe ich Dachi. Tschüss.